Für ihren König geben sie alles und manchmal sogar noch mehr. Mindestens 3 Mitglieder der königlichen Garde spielen hier bis zum Umfallen. Während einer Paradeprobe im Vorfeld des offiziellen Geburtstages von König Charles bricht eine Wache nach dem anderen zusammen. Ein Soldat wird vom Platz eskortiert, 2 weitere müssen auf Bahren abtransportiert werden. Die Männer wurden am Samstag von der Hitze überwältigt, als sie in Wollmänteln und Bärenfellmützen Prinz William begrüßten. Bei der Colonel's Review auf der Horse Guards Parade in London inspiziert der Thronfolger die Welsh Guard. Es ist die Generalprobe für die Militärparade Trooping the Colour, die am 17. Juni anlässlich des offiziellen Geburtstags von König Charles III. Stattfinden wird. Insgesamt mehr als 1500 Soldaten und 300 Pferde marschierten während der Probe zur Inspektion durch Prinz William vor. Dieser sprach den leidenden Teilnehmern anschließend auf Twitter seine Anerkennung aus. Ein großes Dankeschön an alle Soldaten, die heute Morgen in der Hitze an der Colonel's Review teilgenommen haben. Es waren schwierige Bedingungen, aber sie alle haben wirklich gute Arbeit geleistet. Vielen Dank. Bleibt zu hoffen, dass am Geburtstag die Temperaturen dann nicht so in die Höhe steigen und diese Bilder sich nicht wiederholen.